Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute. Ah, warte mal, ich muss noch rappen. Und zwar geht es heute um einen Mythic Key. Ich muss meinen Zehner die Woche noch laufen. Und ich habe mir jetzt fix eine Gruppe gesucht, die einfach einen Zehner Key hat. Also eine Random Gruppe. Ich habe keine Ahnung, ob die gut sind. Wahrscheinlich werde ich mich gleich sehr aufregen, dann könnte ich köstlich amüsieren. Es ist hier Riesenflöz, wie ihr seht. Ich bin das erste Mal Mythic Plus Riesenflöz, muss ich gestehen. Also wirklich, ich war noch nie Riesenflöz im Mythic-Modus, nur Mythic Plus 0. Die Random-Gruppe hat mich trotzdem mitgenommen. Die haben wahrscheinlich kein Reda.io gecheckt. Die haben einfach gesehen, Item-Level 376 und das hat wahrscheinlich ausgereicht. Es ist, glaube ich, Necrotic, ne? Also darf ich nicht so viel zusammenpullen. Die hätte ich jetzt nicht pullen dürfen, wahrscheinlich. Aber das war keine gute Idee. Das war, glaube ich, keine gute Idee. Jetzt kriegen wir den großen, oder? Ich muss dann auch immer mal wieder resetten. Ach, stimmt, es ist ja plus 10 und du kriegst die Gahoon-Dinger. Oh shit, ich bin Kacknoob besonders gleichen. Jetzt sollte ich vielleicht resetten. Moment, ein bisschen Backpacken, komm, den Laser mal weg. Ah, ist resettet, okay, und dann kommen hier gleich nochmal die Gahoon-Typen raus. Der eine hat ihn, glaube ich, interrupted, sonst wäre der zum Dings gesprungen und hätte hier irgendwelchen Hyopai-Zeug gemacht. Scheiße. Gleich mal deren Key erstmal depleted. Komm, wir rollen jetzt hier mal. Ich muss hier aufpassen wegen den infesteten Mobs. Das habe ich ja jetzt vollkommen vergessen. Ich bin vorhin gerade mit einem Ali noch einen Key gelaufen, ne? Mit einem Ali-Char, ein bisschen niedrigeren, weil bei dem ist es wurscht, der braucht ja kein krasses Gear, mit dem raid ich nicht. Und da ist natürlich dieses Infested nicht dabei, also das mit den Würmern. Jetzt bin ich hier unbedarft rein. Und hab gar nicht dran gedacht, ja scheiße, es sind ja diese Würmer hier am Start und man muss da ein bisschen aufpassen. Vor allem, ich sag mal so, jetzt ein Mythic plus 10 ist jetzt nichts krasses, nichts tolles, ja. Man muss nicht mit jedem Scheiß im TS sein. Aber mit diesen infesteten Mobs, dass man die ein bisschen rauszieht, wäre das gar nicht so blöd, ja. Aber gut, das ist wie gesagt Random Group. Ich glaube, das sind auch Engländer, oder? Draktul, keine Ahnung, was das für ein Server ist. Ich vermute es jetzt einfach mal. So, jetzt haben wir hier natürlich 10.000 kleine Viecher. Die werde ich jetzt wahrscheinlich gleich alle adden. Kommen wir. Ach, Kacke. Komm, wir cleaven den Haufen jetzt hier einfach. Ich werde hochticken bis zum geht nicht mehr. 10 Stacks? Obwohl, geht ja sogar noch. Oh, ich leck ein bisschen. 14 Stacks haben wir ja gut. Ja, komm. Macht das schon Knockback? Komm, ich bleib stehen. Scheiß drauf. Ist da einer infested von denen? Ich bin immer zu blöd, das zu sehen, ehrlich gesagt. Was habe ich denn? 23. Easy. So, die können wir stehen lassen. Ich muss halt ein bisschen ausloten, welche Mobs wir brauchen und welche wir stehen lassen können. Ich hoffe, wir adden jetzt da nichts. Ah, das sieht. Oh, wo haben wir denn den her? Oh nein, was haben wir denn da jetzt wieder alles geaddet? Da hat irgendjemand Viecher geaddet. Vor allem, ich muss jetzt dann weglaufen. Wegen Stacks. Ja, das ist eine schöne Scheiße jetzt. Kann ich hier stehen bleiben? Ich will nämlich nicht noch mehr adden. 3 Sekunden. Oh, das habe ich grandios gelöst hier. Grandios. Habt ihr das gesehen, wie ich mein Stack resettet habe? Ja gut, sie haben mir auch eine Slow-Falle gelegt. Okay, ich muss sagen, der Hunter, der supportet mich sogar. Oh, die sind jetzt alle böse. Ich lauf doch nochmal ein bisschen weg. Ah, hier Mondfeuer. Halt mich da leider gar nicht. Da kommt mir das nur so vor. So, warte mal, jetzt pullen wir den Einzelnen raus. Bei den Großen. Also, ich muss jetzt hier keinen Super Speedkill, weil, wie gesagt, ich kenne die Leute nicht. Der Key ist mir wurscht, ja. Ich will den jetzt nicht depleten. Gleich will ich hier zügig durch, aber ich. Also, es bringt mir nichts, ob ich jetzt einen Zweier-Chest oder irgendwas mache. Deswegen werde ich jetzt hier nicht anfangen, krass rumzumpullen, ja. Also, da hier 5 Packs oder so. Vor allem ist wahrscheinlich auch mit irgendwelchen Leuten. Ich weiß jetzt nicht, ob die gut oder schlecht sind, ne. Jetzt mal davon ab. Irgendwelchen Leuten dann große Pulls zu machen, ist immer nicht so ganz tief. Aber es sind relativ wenig Mobs infested, kann es sein? Also hier geht eigentlich echt. Also es geht voll klar. Ich muss bloß gucken, was die Mobs hier können. Weil ich. Oh, warte, was lagge ich denn jetzt? Jetzt lagge ich aber hardcore. Das habe ich jetzt die letzten Tage schon öfter. Irgendwas ist mal im Internet nicht so hundertprozentig. Hast du das gesehen? Ah, zum Glück war ich nirgends drin gestanden. Oder wenn ich wo drin gestanden, hat es einfach gegengehalten. Ja. Das kann natürlich auch sein. Ich muss halt erstmal gucken, weil die Inni, wie gesagt, ich war hier nur im Normal, Mythic plus 0 Normal. Das ist eine der wenigen Innis, die ich jetzt nicht hier hoch und runter gerannt bin.
Warte mal, nee, lass mal die machen. Lass die infesteten, lass die, hier, da ist nämlich ein Infestete dabei. Oh, kacke, den musst du unterbrechen. Desorientieren. Ah, der hat ihn gecaged, okay. Dürfen bloß jetzt die Gruppe mit dem Infesteten nicht, noch irgendwie triggern. Jetzt habe ich den gekickt, den man nicht kicken kann. Gratulation. Gratulation dazu. Ja, ist voll drauf. Ich hab's richtig drauf. Ja, wir machen das jetzt immer ganz gemütlich hier, sonst bin ich ja eher so ein Tank, der reinläuft, alles zusammenpult, aber wie gesagt, da ich die Ini hier noch gar nicht im YouTube Plus gemacht habe und jetzt gleich halt auf 10, muss man ein bisschen aufpassen. So, jetzt wird's interessant, wie machen wir die infestete Gruppe? Scheiß drauf, ich gehe da jetzt einfach rein. Wir müssen eigentlich den Infesteten töten, Leute. Oh fuck, wir sind. Oh lol. Eigentlich, ja, der halt doch die immer wieder. Oder wir DPSen einfach gegen. Ich hab eh Inka an. Bots habe ich jetzt keine mehr. Ich hab mir so eine Flask reingeschmissen, ne? So nett bin ich zu den Randoms. Okay, du kannst halt echt gegendamagen, ne? Also der Infestete, der halt die anderen außenrum. Deswegen musst du den eigentlich, wenn dann rauszuziehen oder als erstes machen. Okay, das. Gut, das. Okay, das ist ja doch einfacher, als ich dachte. Also das ist. Den Boss habe ich auch noch nicht so immer so hundertprozentig geblickt. Bin ich ganz ehrlich, du kannst ihn rausdrehen mit dem Shit, ne? Du musst diesen Kack auf den Boss werfen, dass er mehr Schaden kriegt. Ja, dann gibt es diese Goldstapel. Und der Boss saugt ab und an die Goldstapel, ne? Soweit bin ich im Bilde. Und ich muss ihn anscheinend von diesen Goldstapeln schnellstmöglich wegziehen, ja? Ja, wo ich das letzte Mal hier bei dem Achievement Run, wo ich hier drin war, ne, habe ich den übelst schnell weggezogen. Es hat die aber nicht gejuckt, ne? Der hätte es trotzdem alles aufgesammelt. Anscheinend hätte ich ihn vielleicht nur weiter wegziehen müssen. So, den kann ich weder slow noch irgendwas anderes machen. Da brauche ich eh nicht anfangen zu. Aber ich werde wahrscheinlich jetzt hier ein Stack resetten können. Ah, während der castet. Easy. Die Damage-Dealer machen ganz gut Damage. Das ist in Ordnung. Achso, ich kann jetzt sogar einen. Naja, scheiß drauf. Ach, Mana, Schreiter. Go. Okay. Mehr erstmal defensiv. Ich glaube, der haut ganz schön rein. Okay, das ist das, was du nicht ausweichen kannst, ne? Da kickt er dich. Jetzt hast du deine Bomben, die wir reinschmeißen können. Das passt so. Und dem kannst du ausweichen. Dem musst du ausweichen. Das hat den Heiler gewonshottet. Das musst du auf jeden Fall ausweichen. Und da ist das Gold. Jetzt muss ich den vom Gold wegziehen. Okay. Aber da, also. Der castet random diesen anderen Shit in eine Richtung, da hat der Heiler einfach gefällt, also nicht rausgelaufen. Kann ich nichts machen. So, jetzt hat er wieder seine Goldscheiße. Jetzt muss ich ihn wieder weiterziehen. Aber du musst ihn ziemlich weit weiterziehen, weil er das Zeug aus einer ziemlich großen Range sich holt, ne? Das weiß ich nicht. Ich sollte die Bomben, glaube ich, nicht. Macht er wieder seinen Shit. Das ist das, was du nicht ausweichen kannst. Hat er wieder Gold am liegen? Ich laufe mal wieder weiter. Bis jetzt hat er keine Goldstacks. Bis jetzt habe ich das gut gespielt, ne? Es ist das erste Mal, dass ich das gut spiele, ja? Sonst habe ich den Boss einfach stehen gelassen und mir dachte, ja, ach ne, jetzt hat er einen Goldstack, oder? Ach so, ne, er hat gerade Gold aufgesammelt. Okay, das eine war anscheinend zu nah dran. Aber besser als die 10 Stacks, die er beim letzten Mal hatte, wo ich den hier gespielt habe. Das war richtig gut. Okay, jetzt macht er hier wieder seine Goldstacks. Oh shit. Okay, jetzt ziehen wir mal Wall. Ziehen. Da müssen wir raus. Schauen wir mal, ob ich ihn schnell weiter. Ah, kacke, jetzt steht er natürlich da dran und holt sich seine Goldstacks. Da hat er 4 Stacks. Aber gut, 4 Stacks ist in Ordnung, oder? 40% mehr Schaden, der sitzt eh gleich da. Ja gut, okay. Aber der Ansatz war da. Die Lernkurve ist da. Ja, ich muss halt die Ini mir einmal jetzt im YouTube Plus angucken, ne? Wo du die Fähigkeiten halt richtig spielen musst. Ja, das ist einfach so. So, da haben wir einen. Ich hätte jetzt alle zusammengepult, aber da haben wir einen Infesteten drin. Beim anderen haben wir, glaube ich, keinen, oder? Okay, ich habe es jetzt mal auseinandergekickt. Dann kam nochmal desorientiert. Wenn du im richtigen Moment desorientierst, dann passiert nämlich nichts. Sehr schön, das lief gut. Warte mal, kommt der Hai jetzt hier ernsthaft? Nee, der Hund greift den Hai an. Wo ist das Hunter-Pet gerade hin? Ich glaube, das Hunter-Pet will hier
ne? Wir Spirenzchen machen. Ja, der Worry wirbelt ordentlich rein. Ah, eigentlich könnte ich schon mehr zusammenpolen, vor allem mit Inka, ne? Ich bin schon versucht, aber wenn du weißt du, die bisschen, also du gewinnst natürlich schon gut Zeit, wenn du zwei Gruppen oder so, das wäre wahrscheinlich hier auch möglich. Aber wenn es dann halt schief geht, ist halt immer Kacke, ja? Das ist halt immer echt Kacke. So, hier kannst du hochchargen, den Putt können wir eigentlich auslassen. Muss halt ein bisschen gucken, wie viel ich in der Instanz auch. Oh mein Gott. Oh, habt ihr den Skullbash gesehen? Ich bin im Fall, habe ich einen Skullbash gedrückt, so aus Reflex schon, weil ich runtergefallen bin. Und bin dann einfach wieder hochgecharged. Easy, easy. Da sind die Reflexe da. Da sind die Reflexe da. Oh, ich sollte vielleicht resetten. Ich dachte mir schon, okay, der eine kickt die Mobs weg. Ich könnte sie selber auch kicken, ne? Aber jetzt resetten wir einmal. Er castet sich ein Erdschild durch. Das ist wahrscheinlich nicht gut für uns. Links ist resettet. Ja, wenn ich da zwei Gruppen gepult hätte, die hauen lauter Rangecasts raus. Da wäre ich wahrscheinlich hops gegangen. Da wäre ich wahrscheinlich hops gegangen. So, den pullen wir dazu. Ich glaube, der hat irgend so einen Shit, den man unterbrechen muss. Da müssen wir auf jeden Fall gucken. Na, das war's, glaube ich, nicht. Er hat irgend so eine große Aura. Die haut, denke ich mal, hier ziemlich. Ja, das meinte ich. Da haben wir es schon. Ja, theoretisch könnten wir ein bisschen mehr machen, aber. Ja, mal die Überheblichkeit, ne, lieber. Ich bin eigentlich ein überheblicher Tank, ja. Mein Tankstil ist alles zusammen. Okay, warte mal, jetzt machen wir hier desorientieren. Das wollen wir nicht. Oh, er Knockback. Oh, da kommen die Gahoon-Typen. Kick ich die nochmal weg? Easy, habt ihr gesehen, da ist nichts reingekommen. Muss einfach, wenn sie spawnen, so eine halbe Sekunde danach musst du irgendeinen Mars-CC schmeißen. Oder du brauchst nicht mal einen Mars-CC, du brauchst halt irgendwas einfach, wenn dann. Irgendwas, was die halt Mars interruptet am besten, ne? Weil die casten halt dieses Ding rein. Okay, und ich glaube, das war die krasseste Gruppe hier in der Inni. Die habe ich die haben wir sogar im NHC hier teilweise Trouble gehabt gegen die. Also ganz am Anfang zumindest, ne? Ja, siehst du das? What the fuck, was hauen denn die rein? Der eine greift halt irgendwen an, aber ich kann da. Der eine Mob haut halt übel. Okay, shit. Okay, ich muss wollen. Hilft alles nix. Die hauen übelst rein. Ich kann jetzt nochmal desorientieren. Was habe ich dann noch? Ich hab noch einen Knockback, habe ich einmal. Ja, ich muss auf jeden Fall resetten. Wie der Heiler mir zu spüren gibt, du willst mal deine Stacks abbauen. Okay, also Stacks habe ich abgebaut, aber krasse Mobs habe ich noch im Arsch. Der eine haut richtig rein. Alter. Ist halt bombenfest hoch 10. Okay, das haben wir gut. Das war, glaube ich, eine der krassesten Gruppen. Und hier kannst du die Mobs dann einmal wegziehen. Der Hunter macht schon. Okay, warte mal. Ich habe mein Dings gar nicht gebindet. Okay, einmal durch. Ich darf bloß die nicht raushauen, deswegen habe ich jetzt gar nichts gemacht am Anfang. Aber warte mal, der macht gleich seinen Shit. Ach komm, ich war doch draußen, willst du mich verarschen? Na gut, ich habe nicht so viel Schaden von gekriegt, weil ich Tank bin, aber also treffen soll lassen sollte man sich halt nicht. Aber eigentlich, gefühlt war ich eigentlich draußen. Aus dem Shit. Muss jetzt bloß schauen, dass ich nicht da hinten. Na, den einen haben wir rausgeholt. Also für mich ist das wurscht, ja, weil die eh irgendwelchen Leuten folgen, meistens nicht dem Tank. Bloß wenn wir alle gleichzeitig rausholen, kann es halt sein, dass wenn die auf einen gehen, dass die halt den Dude umboxen. Deswegen willst du das eigentlich vermeiden. Na komm. Jetzt ziehen wir hier einfach Inka. Dann schauen wir einfach mal. Wir sind aber schon bei 52%. Das ist eh ganz gut, würde ich sagen. Also, das dürfte jetzt nicht das Problem sein. Okay, jetzt müssen wir da wieder. Weiß nicht, was das hier ist. Okay, hier tut er einfach einen neuen Inventar rufen. Okay. Aber die spielen es gar nicht schlecht. Also der Druid hat auch so ein Knockback drin, da kann ich nichts sagen, ne? Ich bin ja, also manche unterstellen mir immer, dass ich schnell motze, aber ich tue mir halt immer aufregen bei so Sachen, die halt eigentlich Standard sein sollten. Aber bis jetzt spielen die das echt ganz gut. Also kannst du nichts sagen. Kannst du nichts sagen. Wie
sind wir denn in der Zeit? 9 Minuten haben wir noch für Triple Chest. Gut, Triple Chest schaffen wir hier ohne TS, ohne Ding eh nicht. Also für Triple Chest müsste ich schon immer 2-3 Gruppen pullen. Und das ist halt mit Leuten, die man nicht kennt. Und ohne TS ist das halt zu risky, ne? Also wäre wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle gegangen, ne? Mit CDs und so. Da müsste man sich halt aber ein bisschen auch mit Dings absprechen, mit Mass Stunts und sowas. Dann gilt sowas auf jeden Fall, ja? Vor allem mit Necrotic, ach, ich denke immer, dass ich... Warum macht das mir ein Dö-dö? Oh, kacke, da muss ich jetzt aber auf jeden Fall raus. Ich glaube, die lassen... Sieht das nur so aus, oder lassen sich die treffen? Vor allem der DH immer. Ich glaube, das sieht nur so aus. Der Boss dauert halt ewig, ne? Der dauert halt richtig lang. Ich weiß gar nicht, was genau für Affixe sind, muss ich gestehen. Necrotic habe ich rausgekriegt. Ist Boss Buff? Nee, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, aber wir sind ja schon halb durch die Indy durch. Wütend habe ich gesehen, also wenn die Mobs halt low sind. Man könnte einfach über ein Key drüber fahren, dann würde man es auch sehen. Das mag der ein oder andere jetzt einwerfen, aber ich stehe so auf die Selbsterfahrung, weißt du, diesen Selbsterfahrungswert. Hui, ja, mit der Bahn runter. Und ich habe eigentlich gesehen, dass man hier so ganz gut durch kann. Machen wir es mal. Ganz easy, pullen wir hier mal einen raus, dann warten wir, ob es alle da sind. Und dann gehen wir da rüber und dann kannst du das eigentlich relativ gechillt machen. Also den kannst du eigentlich mit einer Gruppe zusammenpullen, ja, aber jetzt machen wir das erstmal easy peasy und dann... Eigentlich kann ich jetzt schon was dazu pullen. Ah, jetzt haben wir den auch noch geaddet. Oh, wir haben 2 geaddet, das ist nicht... Oh, wir haben 3 geaddet. Das ist jetzt ganz und gar nicht gut. Das ist jetzt ganz und gar nicht gut. Jetzt bin ich auch noch gesilenced. Aber ich habe gar nicht viele Stacks. Das sind allein dieser Magic-Damage, der mich so rippt. Das ist der Typ, der so einen krassen Magic-Damage drückt. Na komm, ziehen wir die Inka hier. Drecks gesilence. Das ist dieser Magic-Damage, der rippt mich. Muss ich beim Weglaufen Dings ziehen. Der Dude rippt mich. Wir müssen jetzt mal irgendwas töten hier. Aber es sind halt jetzt schon 2 Leute down. Kann ich einen Knockbacken, dass er den Shit aufhört? Ne, okay. Ja. Die hätten wir nicht alle adden dürfen. Ich weiß nicht, wer die da seitlich noch alle geholt hat, aber das war too much. Vor allem diese mit dem Strahl, ne? Die hauen richtig Damage raus. Du kannst die anscheinend auch nicht interrupten. Da geht leider nichts. Also du kannst weder weder Knockbacken hat funktioniert, noch desorientieren oder irgendwas anderes. Wenn die diesen Strahl durchcasten, da kann ich halt auch nichts machen gegen. Der stackt mich zwar nicht zwangsläufig hoch. So, jetzt weiß ich gar nicht, ob wir noch großartig Mobs brauchen. Jetzt ziehen wir den mal einmal raus. Die musste echt einzeln drunter bursten, ne? Die hauen dir so ein Damage drauf, die Typen. Lass den jetzt erstmal recken, dann mache ich einen Mob. Easy. Kann ich langsam mich hochziehen. Und dann kann ich mal gucken, ob ich die Ratten... Ja gut, wir sind jetzt bei 60%, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob ich da noch was brauche von... Ich glaube es ehrlich gesagt nicht mal, ja? Also... Gut. Shit, okay, du kannst hier genau... Du kannst genau mittig durchgehen, da passiert eigentlich nichts. Eigentlich. Keiner irgendeine Scheiße macht, passiert hier eigentlich nichts. Darf halt bloß keiner links oder rechts die ganzen Scheiß adden. Ah, das ging eine Sekunde zu spät durch. Ich muss jetzt blöderweise gleich nach hinten laufen. Ich habe jetzt 16. Ja, oder ich tank's durch, weil so viele Stacks habe ich nicht. Bevor ich noch was adde, ist wahrscheinlich besser, wenn ich meine Stacks jetzt nicht... Ja, die sind jetzt eh gleich down. Ich resette meine Stacks nicht mehr. Mit dem anderen hätte ich Shadow Meld machen können mit dem Alichar, weißt du? Da ist das immer ein bisschen angenehmer noch. Oh! Der eine ist einfach verreckt, ne? Schau ich, dass ich ihn retze. Nee, ich retze schon. Schau doch, was ich mache. Boy, reck doch lieber. Okay, ich hab, er hat, glaube ich, gesehen, dass ich retze. Das ist nochmal eine richtig ätzende Gruppe. Alter, was hauen denn die an Damage raus? Ich kann halt nichts machen. Das ist alles Magic Damage. Da bin ich am Sack gegen. Wir sind 2 Strahlen, Hanswurschten. Ja, die werden mich einfach weglasern.
Wir müssen die halt als erstes eigentlich machen. Alter. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall sterben. Die lasern mich. Oh, fuck. Wir müssen einen fokussen. Alter Schalter. Kann ich halt mit meiner Active Mitigation nichts gegen ausrichten. Das Einzige, was ich machen kann, ist auf cooler den Shit wieder hier drücken. Holy moly, das war knapp. Wir sind jetzt bei 71%. Quasi, quasi haben wir jetzt. Ja, gut, ich weiß nicht, ob wir da noch. Ob 25% ein Ticken mehr brauchen wir da gleich noch, ne? Ich lasse den Heiler mal recken. Okay, ich denk mal. Easy go. Da musst du echt ein bisschen gucken, dass die Leute richtig laufen, ne? Es ist auch ein bisschen Luck, da, weil ich tun eigentlich schon ganz gerne in eine Ecke stellen. Da müssen die Leute halt, wenn sie anvisiert werden von diesem Breath, das ein bisschen clever ablegen. Oder eben auch clever das Zeug wegblasen, weil du kannst ja mit dem einen das auch wegschieben, ne? Dann kannst du schon recht viel machen mit. Okay, ich muss fast ein bisschen defensiver spielen. Ah, shit, der stand jetzt halt hier hinten. Das ist halt nicht gut. Weil hier würde es die Grütze wegblasen mit. Du musst. Ja. Die müssen sich halt da hinstellen, wo die Grütze ist. Dann ist es halt easy, weißt du? Weil du wirst jetzt immer mehr. Wenn du dich irgendwo hinstellst, wo noch nichts ist, erstmal bläst du dir alles voll. Jetzt steht er wieder hier. Ja, wir werden uns halt selbst alles vollblasen. Bei denen habe ich zumindest ein bisschen von der Mechanik schon mal verstanden. Ja gut, wir haben relativ guten Damage dabei, ne? Vielleicht können wir auch noch vor Homeboxen, aber im Normalfall stellst du dich halt dahin, wo das Zeug schon ist. Dann kannst du es halt. Dann kannst du es halt so wegblasen. Seht ihr das? Dann ist halt easy. Das war jetzt halt nicht gut. Da wird es halt auch wieder wegblasen, aber ja. Ja, wir könnten sogar noch Double Chest machen, ne? Wenn's gut läuft. Aber, ja, weiß ich nicht. Ja, der Endboss dauert schon relativ lang. Der dauert schon relativ lang. Schauen wir mal. Ja, der hat fast kein Life mehr, ne? Ist kein Mana mehr, der Heiler. Der schon? Okay, der sitzt. Naja, der wird jetzt schon. Ja, es sind nur. Also, jetzt ist sogar noch Triple Chest. In 25 Sekunden läuft die Triple Chest aus. Also, ich denke mal, Double. Kann man. Wenn jetzt nichts schief läuft und wir zügig durch den Trash durchkommen, dann könnten wir sogar noch Double machen. Aber der Endboss, der hebt halt auch ab, ne? Der dauert. Also, 3 Minuten dauert der sicher. Ja? Alleine wegen den langen Phasen, ne? Also da wirst du leider ein bisschen länger noch hängen. Alter, mit dem Buff hier, schau mal, was haut denn der rein? Das ist ja nimmer normal. Jetzt müssen wir gleich die Bombe schnell killen. Ein bisschen weg. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das mit den Bomben hier genau funktioniert. Oh, sie haben noch eine Bombe geaddet. Die Bomben bringen die Punkte? Ich müsste mal drauf achten, wenn wir eine Bombe adden. Ob die Punkte bringen. Ich glaube, wir brauchen aber noch ein paar mehr, ne? Also, wir brauchen noch 20% fast, ne? Das wird nicht ganz reichen hier. Ja, weiß nicht. Eigentlich, wenn wir noch eine Chest machen wollen, dann müsste ich mehr pullen, aber dann kann es halt auch leicht in die Hose gehen, ne? Das ist halt immer die Geschichte. Es ist immer, du willst dann noch mehr rausholen. Jetzt habe ich da die Bombe, ex also ich habe sie extra getriggert, dass wir sie jetzt wegcleaven können. Die sucht sie nämlich erst ein Ziel, wenn du schnell genug bist und ein bisschen weggehst, dann kriegst du da eigentlich auch kein Damage. Wir sind bei 82. Naja, gut. Hier
Hier ist eine Bombe, die können wir schnell mit wegmachen. Ach komm, scheiß drauf, ich hol die jetzt da oben runter. Wahrscheinlich war das jetzt ein Fehler, aber. Ja, Stacks geben die kaum. Also Stacks ist halt easy. Okay, da haben wir jetzt zwei Bomben hinten und vorne haben wir eine Bombe. Wir brauchen jetzt dann noch 10%. Die da oben werden wahrscheinlich nicht ganz 10 bringen. Dann muss ich wahrscheinlich die pullen und die Gruppe, dann müssten wir hinkommen. Jetzt habe ich immer noch nicht aufgepasst, ob ich von der Bombe Prozente krieg. Schauen wir mal, wir sind bei. Nee. Oh doch, die Bomben bringen Prozente, okay. Bomben bringen tatsächlich Prozente. Das ist jetzt nochmal eine härtere Gruppe. Also du kannst theoretisch auch ein bisschen durch die Bomben hochdingsen. Okay. Weiß nicht, ob die reichen. Wir brauchen jetzt nur 8%. Okay, das haut ganz schön rein. Ich habe noch zwei Walls ab, ne? Ich hätte aber ganz gern für einen Bosskampf nur was. Das Reparieren kicken wir mal. Da haben wir nochmal. Wo kriegen denn diese ganzen. Oder ich glaube, die pullen die absichtlich, um Prozente vollzukriegen. Ah, das wird nicht reichen, oder? Das wird nicht reichen. Ich glaube, da muss ich. Wie viel bringt der hier? 2,8. Braucht nur noch was. Warte, wir pullen noch einen ran. Nein, scheiße! Die Explo hat mich gekillt. Warte, ich lauf, ich lauf. Oh, fuck. Ja, den einen kriegen sie, denke ich, gekitet. Das ist genau, ja. Genau den einen haben wir nämlich noch gebraucht, aber irgendeine Explo hat mich noch gekillt. Da war, glaube ich, noch eine Bombe mit drin. Sheet. Ja, jetzt haben wir es voll. Ja. Soll recken. Okay, auf geht's. Na, schauen wir mal. Du kannst hier immer ein bisschen sehen, wo die Dinger sind, wo der Shit kommt. Also er kommt auf jeden Fall hier. Also da hinten ist ein Safe Spot. Hier ist ein Safe Spot. Das hab ich gelernt beim Achievement Run, wo der Safe Spot ist. Jetzt mal gucken, wir haben noch 3 Minuten 40, also 3 Minuten schätze ich auf jeden Fall, dass der Bosskampf dauert. Alleine schon wegen der Zwischenphase. Je nachdem, wie gut du die halt spielst. Ne? Die Leute scheinen hier relativ kompetent zu sein. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, wo die Köpfe hingeflogen sind. Oben ist ein Kopf, da wird jetzt gleich ein Ding kommen. Und hinten, okay, warte. Da schnell raus. Oh, der Heiler hat was mitgenommen, ne? Hier, er hat mich aber gleich auch hochgehalten. Also das war so das Signal, ich regge nicht, pull den Boss. Die wollen wahrscheinlich auf die Chest gehen, ne? Inka ziehe ich jetzt dann erst gleich. Nach 50% geht er, glaube ich, eh in Phase. Dann ziehe ich da Inka. Dann schauen wir mal. Na, es könnte sogar echt drin sein. Oh, boy. Mach keinen Scheiß hier. Der Worry. Aber wir haben zwei Battle Rats. Also notfalls. Notfalls. Jetzt ist das natürlich genau auf der anderen Seite, der Typ. Ja. Mach mal keinen Scheiß hier. Hier, der eine Hunter steht schon richtig, okay. Muss er bloß da auch noch weglaufen. Ich hatte hier mal Leute, die haben sich zwar dann richtig hingestellt, sind aber stehen geblieben. Und haben halt einfach, ja, sich gegrillt. Hat einer gestanden? Jetzt muss er. Ah, die Phase haben wir schnell gespielt. Ja gut, 2 Minuten haben wir. Wir machen halt mit einer Random-Gruppe, ohne TS, ohne alles, einfach ein Double Chest. Okay, das ist gut, ja. Das ist gut. Die Gruppe ist aber auch nicht schlecht. Na, mal gucken, vielleicht verkacken wir es jetzt sogar noch. Na, also. Vielleicht verkacken wir es jetzt auch noch. Also hier müsste eigentlich ein Safe Spot sein. Der Heiler hat halt 5% Mana noch. Ne, 4. Okay, jetzt müssen wir bloß da weglaufen. Könnte sich eigentlich sterben lassen, ich retze, dann hat er, glaube ich, mehr Mana. Könnte einfach ein bisschen defensiver spielen. Ah, scheiß drauf. Damage! Ja. Oder er explodiert hier in der Gruppe, das kann man natürlich auch machen.
glaube ich, Haimina hat gleich selber ein bisschen auch noch. Hat er noch getrankt hier, alles Letzte rausgezogen, was er hat. Sollten wir uns bloß nicht erwischen lassen. Was haben wir denn? Nur eine Minute irgendwas haben wir noch. Ich habe noch zwei Walls, also ganz zur Not. Ich kann jetzt einfach mal eine Wall reinziehen. Ich save sie ganz gern, falls mal der Oh-Shit-Moment kommt. Läuft, Doppelchest. Okay. Na, 370 brauche ich halt nicht. Der hier, oh, die könnte ich sogar brauchen. Die Hände könnte ich sogar brauchen. Ich schau mal, ob der. Würdest du tauschen? Mal gucken, vielleicht will er ja tauschen. Warte mal, wer hat denn die gekriegt? Roll it. Warte, wer hat die Handschuhe gekriegt? Ich habe eine 2 gewürfelt. Alter. Schauen wir mal, ob die mir die Handschuhe noch, ob ich die noch irgendwie krieg. Oh, warte, wir hätten die gekriegt. Ich glaube, aber ich glaube, der braucht die selber, oder? Ja, ich glaube, der hat die angelegt, ne? Oder sind das die? Ja, das war aber ein guter Run. Ich glaube, die Handschuhe braucht er leider selber. Es war aber ein super Run, muss ich sagen. Mit ne Random-Gruppe. Ah, okay. Der braucht sie selber. Gut, porten wir uns raus. Das war doch mal ein schicker Zehner, weißt du? Einfach im Suchtool rein und eine Gruppe, hab einen Invite instant gekriegt, rein hier und durch. So kann das auch laufen, ne? Du kannst halt auch Leute kriegen, die nicht mit dem Kopf auf der Tastatur rollen. Ja, das war's mit dem kleinen Video. Ich hoffe, die einen oder anderen konnte ich was zeigen. Gut, viel Taktik, ne? Ich habe mir das jetzt selber so ein bisschen zusammengereimt, ne? Das ist hier keine super YouTube-Plus-Taktik, aber ja, vielleicht konnte ich den einen oder anderen unterhalten. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.